Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Dragon's Dogma Part 7. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Wir sind hier immer noch auf dem Weg in die Hauptstadt. Ich habe ja im letzten Part richtig geile Klamotten gekauft und kann jetzt on the catwalk. Das sieht richtig geil aus. Eine schöne Lederbuchse, ein schöner Fellumhang, den haben wir ja bekommen, wo wir den Zyklopen besiegt haben. Ihr habt mir fleißig Kommentare geschrieben. Dankeschön dafür, meine Freunde. Das Highlands Treasure, die Mrs. Nadja, natürlich auch der Evo Black Star. Wir haben über mehrere Sachen diskutiert, dass heute bei Spielen oft Haarespalterei betrieben wird, wie jetzt auch bei Dragon's Dogma mit diesen Mikrotransaktionen, die jetzt gar nicht so schlimm sind. Ich finde sie zumindest nicht so schlimm. Und wir haben ja im letzten Part ziemlich viele Kobolde kalt gemacht. Es war richtig cool. So, da oben war jetzt leider nichts versteckt, aber wir konnten uns mal ein bisschen eine Aussicht verschaffen. Was ist dort oben los? Sind das Banditen? Oder ist das einer von... Nee, das ist einer von uns. Der geht dort einfach hoch. Das ist der Beastrin, oder? Tis a Gut, remarkable treasure we found. da müssen wir Goblins, mal... Master! Müssen wir mal We have hinterher. no means of exploiting our enemy's weakness. Ja, die kriegt man doch. Let my magics grant you an elemental boon. Oh! Quick, douse the flames! So, weg mit euch. So, da hinten ist schon meine Truhe. Sehr schön. Durchsucht man natürlich gleich. Der hat noch einen Apfel dabei. Ja, das war, weil der Beastrin jetzt vorgerannt ist. Das mag ich eigentlich nicht so. Aber wahrscheinlich ist er ja auch so eingestellt. Von seinem Erweckten. So, er hat da Blitze. Sehr schön. Arzneitrank. Immer gut. So, ich habe jetzt auch mal bei der Minimap die Rotation ausgestellt. Damit hatte ich mit der Nadja mal kurz geschrieben. Ja, das gefällt manchen, manchen gefällt es nicht. Ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Ring der Gleichgültigkeit, geil. Gucke ich gleich mal, was das ist. Erstmal die leckeren Trauben zum Wegsnacken hier. Ne, und in dem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht, die Rotation auszustellen, weil dann weiß man ganz genau immer, wo Norden ist. Das finde ich eigentlich tatsächlich wieder ein bisschen besser gerade. So, schaut dort. Was hat sie denn gesagt? Hier gibt es doch meistens so eine Chronik. Im ersten Teil gab es eine Chronik, wo drinne stand, was gesagt wurde. Tutorial-Logbuch, Abenteuer-Logbuch. Was sollen? Nee. Was hat da mit NPCs auch nichts zu tun? Informationen? Nichts. Ah, schade. Ich dachte, wir könnten jetzt gucken. Steht's unterwegs? Favoriten. Warum ist Cassandra denn meine Favoritin? Keine Ahnung. Wir müssen unbedingt nochmal zu der Grenzwache. Da gibt es garantiert noch irgendwas zu erledigen, außer die Quest abzugeben. Deswegen würde ich da auch gerne nochmal hin. Ja, aber hier war es nicht. Egal. Gucken wir mal, was der Ring kann. Da ist er. Ein Ring der Macht verleiht, wenn der Geist des Trägers mit seiner Magie resoniert. Verringert durch Schlagangriffe erlittenen Schaden. Oh, auch geil. Ich kann ja E2er ausrüsten. Das ist ja das Geile. Und generell gibt es ja ein bisschen weniger Rüstung als in Dragon's Dogma 1. Da gab es noch für den Unterkörper gab es zwei Teile, also zum Beispiel Stiefel und eine Buchse. Und für den Oberkörper gab es auch immer zwei Sachen. Manchmal für die Arme gewisse Sachen einfach nur und für den Oberkörper an sich. Das haben sie ein bisschen runtergedampft. Ich persönlich finde es ein ganz kleines bisschen schade, aber nur deswegen, weil ich eben jemand bin, der gerne darum experimentiert und guckt. Und da konnte man so geile Sets miteinander kombinieren. Das war schon geil. So, die Gegenstände. Ich muss mal kombinieren. Ich bin nämlich sauschwer beladen. Und wir haben ja nämlich außerdem noch Reife Äpfel. Machen wir erstmal noch ein schönes Trockenobstchen. Arzneitrunk, her damit. Können wir auch gleich nochmal zwei Kredenzen hier. Oh, ist das schön. Was haben wir noch? Gereifter Uferfisch. Ja, machen wir uns nochmal ein bisschen Trockenfisch, würde ich sagen.
Und dann können wir auch wahrscheinlich verschiedene Roborant-Sachen noch machen. Ölpfeile würde ich mir gerne noch einmal machen. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich die ausrüsten kann. Da habe ich immer noch gar nicht so richtig. Muss ich mal im Kampf gucken, ob man die dann schnell ausrüsten können. So, hier können wir. Ah, und so geht nämlich dieser Fruchtroborant, den wir den kleinen Mädel gegeben haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Aber ja, hier sehen wir es. Trockenobst und Grünlattich ergibt Fruchtroborant. Ich mach mal ein, falls wir da nochmal eine Quest haben sollten. Roggenroborant haben wir schon. Hackfleischroboran. Oh, hier können wir was Neues machen. Aus dem edlen Dorffleisch. Nehme ich aber jetzt eher das Dämmerungskraut, wenn es auf selbe hinauskommt, ja. Gutes Hackfleischroboran, okay. Nochmal besser. Mit unserem Lampenöl können wir ja nur die Pfeile machen, aber das will ich jetzt auch nicht. Mit der Himbeere machen wir mal noch einen Trunk. Ja, geil. Ja, geil, diese Suppe. Oh, Löschsirup. Entgiftender Sud, den mache ich auch nochmal. Solange wir noch nicht Entgiftung können mit Magie, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, dann sieht es doch ganz gut aus. Wir sind immer noch ein bisschen gebufft durch das Lagern. Oh, fauliger Apfel. Ha. Ja, was wollen wir damit machen, gell? Es ist ja halt eigentlich Quatsch. So, jeder kriegt einen Trunk. Ja, aber klar. Das können wir auch verteilen. Die Niki ist doch noch. Ach nee, das ist ja jetzt. Ich bin gerade bei Niki. Haha. So. Hier, diese ganzen Sachen können wir weg hier. Jetzt habe ich eins benutzt. Oh, 19 Tränke. Das ist ja stark. Das ist ja richtig stark. Mittlerweile. So, noch was Schweres, was wir hier einstecken haben. Ja, allerhand Zeuge. Die Pfeile. Am besten die ganzen Ingredienzien, die müssen alle weg. Weil die wiegen extrem. So, mehr als Mittel will ich aber Niki jetzt eigentlich auch nicht belasten. Nicht unbedingt. Ach stimmt, da war die Kiste, wo wir die gefunden haben hier. Harpienfittiche, auch sehr gut. Und im letzten Teil konnte man bestimmte Sachen auch nur den Hauptvasall geben. So, das ist ja für das Gewicht ganz gut hier, gell? Oh. Die Pfeile, die wiegen garantiert auch was. Oder klar wiegen die was, aber ja, es geht noch. Das Lampenöl, das könnten wir mal noch verteilen. Ja, jetzt bin ich wenigstens erstmal wieder mittel. Gut, das ist halt immer so ein Management, da muss man immer drauf achten hier. Oh, und noch eine geile Truhe. Ich wär nicht Witter. Weiche Pelerine. Oh ja, die Sterne funkeln schön und Niki sagt, da habt ihr recht. So, die hat man gelootet, das hat man gelootet. Und hier zeigt es mir doch an, als würde es hier eine Leiter geben. Ach ne, das ist hier hinten. Ach, ich liebe das Game. Ich liebe die Erkundung. Ich finde es schön, dass ihr es auch schön findet, dass ich es schön finde. Hey, geh weg, du. Oh. Ich höre. Oh. Ich sehe was. Da oben. Was ist das? Ah, Skelette. Yes. Schön mit Feuer. Feuer gefällig. Niki kümmert sich drum. Das hat's aber komplett zerledert. Gar keine Chance. Was ist mit dir gerade passiert, mein Freund?
Du bist ganz schön weit geflogen. Hast du Schnaps getrunken, Kleen, oder? Ein Paket. Können wir das heben? Nee, das können wir nicht aufheben. Hat's doch irgendwo eine Leiter angezeigt, oder bin ich irre? We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths. Gezackter Knochen. Oh, und 1500 G. Das ist ja richtig gut, Leute. Ich freue mich. Und ich finde es auch schön, dass ich endlich mal normale Klamotten anhab. Und wirklich nicht diese alten Dreckslumpen. Oh, da oben. Den hole ich mir. Da habe ich so Bock drauf. Los. Ich will erster sein. Ja. Hahaha. So, hier ist noch ein Lager, das können wir natürlich gleich freischalten. Nicht verkehrt. So, ist es der Weg, den wir gehen müssen? Anscheinend schon. Oh mein Gott, Leute. Wir haben ja noch einen richtig weiten Weg vor uns. Da war die Statue, wo wir noch nicht wussten, was wir da machen müssen. Hier sind wir nicht rübergekommen. Okay, na dann gehen wir hier weiter. Erkundung machen wir ja sowieso später noch weiter, aber jetzt müssen wir uns erstmal drauf verlassen, dass das hier funktioniert. Was ist das? Knochengedöns. Ist das eine Falle? Auf jeden Fall kann ich es nicht runterschießen. Sammelstätte der Bestien. Ein Topf. Da hat jemand was geköchelt. Harpien. Here we go again. If battle cannot be avoided, tis fight or die. Ah, Mist, jetzt. Doch, ich treffe sie. Yeeha! Feuerpfeile sind extrem effektiv. Oh! Da ist er. Oh, jetzt können wir uns mal von richtig nahen angucken. Die hat aber einen langen Gurgelhals. Ein tiefes Dekolleté, ja freilich. Das lässt tief blicken. So, hat die jetzt noch was verloren? Nee, nicht. Gut, dann aber weiter jetzt. Oh, da hinten sind auch nochmal welche. Es ist hier ganz schön verseucht, Leute. Ob ich mich an die anschleichen kann? Ich glaube, das wird schwer, wa? Ha. Das war klar. Ach, einen reifen Apfel hat die dabei. Ich hätte gerne ein Harpienfittich. So, jetzt aber weiter voran. Ist schon wieder hell geworden hier. Ja, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Wie so oft. Ach Mann, ist das einfach nur schön. Und das Lagerfeuer sehen wir jetzt hier auch gut, wie das schön noch leicht lodert. Das Gras wiegt im Wind. Ich bin auch überrascht, dass ich bisher noch keinen Dungeon gefunden habe. Das war immer das Highlight für mich bei Dragon's Dogma 1. Ich liebe Dungeons. Ja, das könnte auch eine Falle sein hier, ha? Huh? Oh ne. Banditen? You'll hurt yourself nee. One of these days. Oh, okay. Me. I have a knack for gathering items and am ever on the hunt for new finds. Oh, nee, alles gut, das ist nur ein Porn. Aus dem Pornhub. Oh, wunderschön. Ah, wartet mal. Leute, ich kenne das. Ja, das hatten wir im Trailer gesehen, so
Zyklop, geil! Ich mache dich fertig. Come on! Du kannst deinen Gegner ergreifen, während du stehst, indem du ihn berührst, während du R2 drückst. Sobald du einen Gegner ergriffen hast, kannst du ihn stoßen oder heranziehen, um seine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen oder ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist ja krass, wie ergreifen. Ergreifen von größeren Feinden im Kampf. Ich meine, wir wissen, dass wir hochklettern können, aber dass ich ihn stoßen und heranziehen kann? Was, so schnell? Ach, der ist da voll eingerastet. Ich dachte schon, der ist schon tot. Er hat gar keine Chance. Aber ich würde ihn gerne mit hierher locken. Aber ich glaube, die machen den jetzt schon in Gar aus. Ja! Befreit den Fluss! Oh geil, Leute, das ist auch der Sound aus dem ersten Teil. Mein Dank geht euch, Herr. Es scheint, ich habe euch falsch eingeschätzt. Ich hatte euch für einen weiteren falschen Erwecken gehalten. Davon sehen wir eine Menge. Doch der Mut, den ihr gezeigt hattet, als ihr uns zur Hilfe kamt, hat solche Gedanken zerstreut. Hier, nehmt dies als Zeichen meines Vertrauens. Gebt ihn einen der bei den Toren zur Hauptstadt stationierten Wächter und euch wird eine Audienz beim Hauptmann Brand gewährt. Es steht euch nun frei, allein zur Hauptstadt zu gehen. Ich sehe keine Notwendigkeit, euch ständig zu beobachten, und ich bin sicher, ihr könnt ebenfalls durchatmen, nicht wahr? Natürlich könnt ihr. Was hat er gesagt? Natürlich könnt ihr euch gerne zu uns auf den Ochsenkarren gesellen, wenn ihr uns lieber weiterhin begleiten würdet. Das ist eure Entscheidung. Oh, ja, mit so einem Ochsenkarren würde ich schon gerne mal reisen. Schreiben des Hauptmanns, okay. Jetzt steht es uns frei. Geil. Hammern gelegt. Haha, wie die Niki sich auch hier mit draufstellt. So, alle darüber, meine Freunde. So, grober Knochen, unförmiges Auge. Jetzt haben wir ja schon zwei niedergelegt und sieht ja nicht geil aus. Das ist wirklich geil. So, und hier im Fluss. Gibt es hier noch was zu entdecken? Ach, dieses schöne, ganz leicht türkis. So wie es in echt manchmal aussieht. So ein schöner, klarer Bergfluss. Aber ist das jetzt wieder... Doch wieder zugeschüttet hier. Wieder eingestürzt. Hier sind noch ein paar Steinchen. Weil eigentlich hätte, glaube ich, der Zyklop hier im Wasser stehen können. Dann hätten wir da nochmal richtig Damage gemacht. Aber naja. Egal, wir haben es geschafft. So, Laterne können wir ausmachen. Was starrt ihr weg? Da ist euch dort etwas ins Auge gefallen. Ja, nochmal angucken, wie geil das aussieht hier. Der fette, große Zyklop, ey. Mega. Ich könnte mir das wirklich die ganze Zeit angucken. Ja! Ja! So, und ich hätte gerne noch so einen schönen großen Zahn. Ich will mir eine Kette draus machen. Oder wohl eher 6 Ketten. Weil die Zähne sind viel zu groß. Da wiegt bestimmt einer ein Viertel Kilo.
Ja, wir müssen in die Hauptstadt. Die Quest sollten wir auf jeden Fall erstmal weitermachen. Da ist der Ochsenkarren. Ah, hier gibt es noch ein paar Fische. Holen wir uns noch raus. Ja, und gefangen den Königslachs. Gut, gut. Hier gibt es noch ein bisschen Loot. Wegpuder. Die Perine müssen wir uns auch noch angucken. Wir Glücklichen, das ist wertvoll. Ja, ob das wertvoll ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall einfach nur schön. Ja, das ist so cool. Es wirkt alles so organisch, so schön zusammengefügt. So, hier haben wir den Riftstone. Sehr gut. Hier gibt es auch noch was zu looten. Oh, Niki hat eine Leiter gesehen, die wir erreichen müssen. Wo denn? Ach, da oben, geil. Kann ich die anschießen? Nee, wa? Ja, das müsste ja dein Dungeon sein. Und es wurde schon so oft gesagt, da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Das sind ja dann die ganzen Ausrufezeichen. Ah, hier ist der Karren. Werdet ihr mit uns kommen? Ich würde schon gerne mitgehen. Das machen wir jetzt einfach, oder? Sehr schön. Steigt auf den Ochsenkarren und wir fahren los. Na, machen wir das. Ich muss nur noch schnell ein bisschen Micromanagement machen, diese schweren Sachen. So, das geht mal alles mal weg. Der Krieger kann natürlich am meisten tragen, das ist auch klar. Und was wir noch machen müssen, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr Dragon's Dogma 1 gespielt habt, wenn man jetzt hier eine Sache ausgewählt hat und dann einen Vasallen ausgewählt hat, dem man das geben möchte, hat sich das Spiel gemerkt und man konnte denen dann alles geben, weil es ja immer logisch ist, dass man mehrere Sachen einen und denselben gibt. Und man musste das dann nicht immer extra nochmal neu auswählen. So, wir hatten doch eine Pelerine gefunden, die ist... Ah, die ist halt eigentlich genauso gut, hat aber andere elementare Widerstände und Schwächungswiderstände. Hm, das ist natürlich jetzt eine Frage, aber ich finde die andere eigentlich schöner. Das ist dieselbe. Ach, das ist die, die Niki anhat. Okay. Die anderen haben die auch an, deswegen könnten wir die vielleicht dann für einen guten Preis einfach verklingeln. Ja. Aber wir sind immer noch schwer beladen. Was haben wir denn alles noch dabei, Leute? Kann doch gar nicht. Das ganze Essen, wa? Ja, hier, das wiegt schon 0,3. Heieiei. Wir können wirklich langsam mal ein paar Sachen verkaufen, würde ich fast sagen. Das macht doch sonst keinen Sinn, wa? So, machen wir uns hier mal die Roborans-Geschichten. Ha, jetzt sind wir immer noch schwer natürlich. Krass. Okay, ich muss auf jeden Fall hier was schön rausgeben. Ah, dann ist jeder schwer beladen, das ist schlecht. Da ist, am ehesten kriegt das unser Krieger noch irgendwie auf die Ketten. Okay. Dann fahren wir mal schön mit dem Wagen. Ich freue mich. Na klar, dann setzen wir uns hier hin und dann geht die Reise los. Ist das geil. Ach, unsere Vasallen müssen laufen. Och, das ist ja aber auch gemein eigentlich. Die sehen ja genauso aus wie Menschen, aber sie werden halt leider nicht behandelt wie welche. Aber doch, ich behandle sie wie welche. Ach cool, jetzt kann ich dir sogar noch Befehle geben. Komm zu mir!
Das geht natürlich nicht. So, lassen wir uns erstmal alle heilen. Geht das? Ja, cool. Mach die Niki sofort, wir haben alle schön hochgeheilt. Das ist cool, dass das geht. Ja, und auch hinten die Wache wurde mitgeheilt. Einmal ein Duddy. So, jetzt können sie mal ein bisschen den Weg erkunden. Ah, das ist cool, dass die auch so noch Zeug sammeln. Das ist ja richtig geil, Leute. Die Frage ist, wenn ich jetzt einnicke, spule das dann nur die Zeit vor und meine Vasallen haben trotzdem auch viel gesammelt oder eher nicht? Mitten im Dickicht. Der Ochse hat schwer zu ziehen. Oh, sieht der geil aus, der Ochse. Den hätte ich mir vorher mal angucken müssen. Ich bin doch auch ein Ochse. Und ihr wisst ja, Ochse und Ochse gesellt sich gern. So, da kann ich doch mal ein schönes Schlückchen Kaffee trinken. Also bis jetzt sind ja von dem Soundpaket von Dragon's Dogma 1 im Titelbildschirm ist die Musik anders. Im Menü beim Kombinieren und generell die Sounds vom Hoch- und Runterklicken sind anders. Die finde ich am geilsten, weil das sich schon mal anhört, als würde man eine Truhe aufmachen. Und wie wir eben auch gerade gehört haben, beim Besiegen der kleinen Gegner sind sie anders und bei der großen Gegner, wie jetzt hier den Questgegner, den Zyklop, da kam dann nochmal der etwas längere, pompösere Sound. Ab dem nächsten Part, also ab Part 8, werde ich es dann mal umstellen auf die neuen Sounds. Mal gucken, was mir da tatsächlich besser gefällt. Wobei wir dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen in der Stadt zu tun haben werden. Aber ich finde das geil eigentlich, Leute, klar. Es wäre irgendwie cool, wenn man die Geschwindigkeit mal 1,5 oder so oder 1 oder 2 vorspulen könnte. Aber geil ist es trotzdem irgendwie. Und die Niki, zack, schnell ein Grün hat sich gesammelt und wieder zurück. Das ist echt geil. Die Niki ist richtig flink. Oh nein, da sitzt so ein Käfer. Ich sehe ihn am Baum. Aber den hat die Niki nicht gesehen. Also solange sie selber das Zeug sammelt und ich mich nicht überlade, hinten läuft Ace ganz cool und locker. Seht, Meister, eine Schatztruhe. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu erreichen. Aber die werden auch verzeichnet hier auf der Karte. Aber auch auf der richtigen Karte? Nee, da nicht. Das ist jetzt nur auf der momentanen Minimap. Ich weiß ja nicht, wo die Hauptstadt ist, Leute. Die muss doch hier irgendwo sein. So, ich nick jetzt mal ein, weil wir wollen ja noch ein bisschen... Kobolde, welch ein Pech. Wir benötigen erneut eure Hilfe, Herr. Oh, naja, gut. Hahaha. Hiya! Hiya! Sterbt, ihr stinkendes Gesindel! Yes! Krasse Nummer. Niki ist aufgestiegen. Was haben wir hier? Ach, diese Zimtbaumrinde. So, haben alle überlebt? Hoffe ich doch. Wenn nicht, können wir uns hier auch gleich mal hochheilen. Scheint, als hätten wir sie vertrieben. Für eure Hilfe gebührt euch mein Dank. Wernworth ist nicht weit von hier. Werdet ihr uns den Rest des Weges begleiten? Nö, jetzt gehen wir so weiter. Ich hoffe, ich werde euch bald in der Hauptstadt sehen. Bis dahin, lebt wohl. If our destination is a distant one, travel by Oxcart. All traveling beyond the rift
Ich kann die doch auch wahrscheinlich... Stimmt, hier oben ist eine Kiste. Die holen wir uns auf jeden Fall. Yeah! Ich liebe das. Das ist ja so ein geiler Skill. Könnte ich die ganze Zeit machen. Mache ich ja auch. So, erstmal so verprügeln hier. Mega! Oh! Boah! Die fackeln ja alles ab! Der hat ein Fass! Okay, das ist ein großes Lager hier. Ja, zünd sie an! Nice! Wunderschön. Es waren jetzt aber recht viele hier. Jetzt sammle ich wieder den ganzen Loot ein. So, und wo ist die Kiste? Ganz schön hohes Gras. Dann muss man wirklich erstmal was sehen. Der Ochsenkamm wartet. Okay. Ich dachte, die fahren weiter. Aber natürlich müssen wir alles looten. So, das Ding kommt weg. Das heißt, wir markieren hier nämlich unser Revier sozusagen. Oh, oh. So, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ist geil, dass man das alles kaputt machen kann, weil das so organisch in der Welt eingefügt aussieht, aber wir können es zerstören. Haben sie sich hier Wildschwein kredenzt? Auch weg. So, jetzt waren aber viele jetzt. Kobolde. Ich bin der Kobold aus Irland. Ah, da kommen wir wohl nicht hoch. Doch. Ich will alles auslöschen. Die hat es nie gegeben. Und da oben, du Juppie, brauchst gar nicht so zu gucken. Oh, den hat's runtergehagelt. Geil. Das ist ein großes Lager hier. Vielleicht sogar das größte, was wir bisher gefunden haben. Ah! Na, warte nur. Dropkick! Ah! Sehr schön. Niki bleibt an meiner Seite. Das ist gut. Ja, funktioniert deutlich besser, dass ich von Kreis dieses Sprinten runtergenommen habe in der Steuerung. Probiert's mal aus, wirklich schöner. Weil man da nicht ständig irgendwo lang sprintet. Oh, und da ist eine Truhe.
Harpien? Ist das ein Harpien-Nest hier gewesen? Wildheitsextrakt. Das freut mich. Das freut mich, meine Niki. Ja, da unten sind wir hergekommen. Very good. Very good indeed. Und ihr habt ja auch geschrieben, die Nadja hat unter anderem auch geschrieben, ja, dass ihr meine Parts ein bisschen Mut gemacht haben nach dem Shitstorm, der da ausgelöst wurde. Aber lasst es mir sagen, die Leute, ja, tun heutzutage ziemlich viel Haare spalten und jede Kleinigkeit muss irgendwie gleich zerrissen werden. Das ist nicht immer gut. Das tut auch einen selber nicht gut. Manchmal ist es besser, einfach selber reinzuspielen und selber auszuprobieren und sich dann eine eigene Meinung zu bilden, anstatt auf andere Leute zu hören. So, wo haben wir denn jetzt hier der Ochsenkarren? Müsste jetzt hier bald wieder kommen. Aber war das jetzt die Kiste? Hier zeigt es mir doch an, dass man hier irgendwas schürfen könnte. Aber Leute, ich muss mir das nochmal umstellen hier mit der Minimap. Das haut doch nicht ganz so hin für mich. Ich brauche doch jetzt hier die Rotation. Manchmal brauche ich es, manchmal nicht. Ist immer Unterschied. So, Änderung speichern. Jupp. Nee, aber hier sehe ich nichts. Okidoki, da oben ist noch was. Was ist das? Ein Strauch voller Himbeeren, wa? Ja, mal gucken. Müssten wir irgendwie hier hinten lang kommen, aber das Ding können wir noch zerledern. Ah, ich finde es auch schön, wie man alles erklimmen kann. Vielleicht gibt es ja auch eine Trophäe, wenn man hier diese ganzen Kobold-Gebäude alle kaputt macht. Oder Kobold-Bauten, wohl eher Gebäude sind das nicht. Sind ja eh nicht die allerhellsten. Nicht die spitzesten Spaten im Schuppen, die Kobolde. Hier oben, ah ja, da eine Großblüte. Hm, davon haben wir noch nicht so viele, das ist gut. Da steht der Ochsenkarren. Huh. Ha. Aber ich finde das geil, wie flink hier unser Bogenschütze ist. Gefällt mir. Und wir können uns richtig geile Skills kaufen, wenn wir in der Stadt sind. Jetzt gucken wir uns mal den Ochsenfreund an. Oh, ist der niedlich. Ich taufe dich auf den Namen Klaus. Klaus Großhorn. Oh, die mussten die Hörner einkürzen, weil er sonst wahrscheinlich, wenn er sich mal geschüttelt hat, jemanden verletzt hat. Das ist immer schade. Aber schön sieht er aus. Cool. So. Aber wenn wir jetzt hier vorangehen, fährt dann der Karren mit? Hm. Ich muss noch mal mit den Hauptmann reden jetzt hier. Changed your mind? All right. Into the ox cart. Hm, okay, aber bleiben die denn hier stehen? Ja, dann begleite ich sie natürlich weiterhin. Aber ich finde es irgendwie seltsam, oder? Jetzt sitze ich hier alleine drinne. Ah, am nächsten Morgen. Vernumph, Hauptstadt von Vermont. Die Felder werden bestellt. Das Getreide wird geerntet. Die Tomaten werden gepflückt. Es ist ein sonniger Tag. Oh, das ist doch der Hauptmann. Wir haben doch die Befehle bekommen. Ich wurde über dein Kommen informiert, möchte gerne Erweckter.
Hauptbrett, diese Person hat einen Vasallen mit einem Riftstein beschworen. Mehrere Zeugen können das bestätigen. Obwohl ich zugebe, dass ich zuerst meine Zweifel hatte, scheint dies kein bloßer Betrüger zu sein. Er ist nicht von der schlechten Sorte, hat uns auf dem Weg hierher die Haut gerettet. Wie von dem großen Willen unserer Welt verfügt, kann es nur einen Erweckten geben. Dieser Erweckte residiert derzeit im Palast. In der Tat, er ist unser Souverän und rechtmäßiger Herrscher von Vermund. Daraus folgt, dass diese unverschämte Person von uns nichts als Betrüger ist. Du wirst dich einer Befragung unterziehen. Falls du dein Leben schätzt, wirst du keinen Fluchtversuch unternehmen. Okay, also er ist sehr misstrauisch, kann man aber verstehen. Ich werde das Verhör persönlich durchführen. Haltet draußen Wache. Oh Leute, jetzt geht's hier ans Eingemachte. Ich bitte um Vergebung für meine Anmaßung, Eure Majestät. Wenn die Königin Regentin von eurer Existenz erfahren hätte, wäre euer Leben in Gefahr gewesen, fürchte ich. Oh, okay, da gibt's auf dem Hofe schon wieder Intrigen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch als Betrüger hinstellen, damit mein Handeln beim wachsamen Auge keinen Verdacht erregt. Ich verstehe es schon, aber ich kann jetzt hier nur antworten, ich verstehe nicht, oder? Genug mit dieser Farce. Nee, dann sage ich halt, ich verstehe nicht, weil genug mit dieser Farce wäre wahrscheinlich wieder zu forsch. Dann habt ihr wirklich euer Gedächtnis verloren? In dem Fall sollte ich vielleicht die Situation erklären, bevor wir fortfahren. Ihr und niemand anders seid der Souverän, der einzige legitime Herrscher dieses Königreichs. Vor einigen Tagen habt ihr euch dem Drache im Dorf Melve gestellt, woraufhin ihr zum Erweckten wurdet. Die Menschen jubeln, da endlich unser wahrer Herrscher erschienen ist und die langen Jahre der Konsulherrschaft im Vermund beendet ist. Doch nicht alle feierten euer Kommen. Palast von Wernumph, einige Monate zuvor. Your arrival would have robbed the Queen Regent Deesa of everything. Eure Ankunft hätte die Königin Regentin. Während der Zeit des vorherigen Konsuls agierte sie wie eine eigenständige Königin und herrschte nach eigenen Ermessen über das Land. Und gleich nach dem Tod des Konsuls, als er so gut wie sicher war, dass ihr Sohn den Platz seines Vaters einnehmen könnte, erreichte dem Palast die Nachricht, dass der Erweckte gefunden worden war. Für diese ist die bloße Existenz Eurer Majestät ein Hindernis im Hinblick auf den anhaltenden Wohlstand ihrer Familie. Ja, das möchte die nicht. Die sieht auch schon garstig aus, muss ich sagen. Die Ermordung des Erweckten ist für sterbliche Hände unmöglich. Daher entführte dieser Eure Majestät, während ihr euch von euren Wunden erholtet, um euer Gedächtnis mit einem Fluch zu rauben und euch als Sklave nach Barthal zu verkaufen. Ah, deswegen waren wir dort im Gefängnis und im Kerker. Ich habe mich ja gewundert, da waren ja auch noch viele andere drinne. Das ist ja krass. Wolltest du uns einfach dort, naja, zum Malochen, sag ich mal, verdonnern, in den Schacht? Und unser Gedächtnis wurde ausgelöscht durch einen Fluch. Aber hat sie uns mit dem Fluch belegt oder wer war das? Kann sie zaubern? Daraufhin bereitete sie einen Ersatz vor, der in eurer Stadt als Souverän dienen sollte. Eine bloße Marionette. Da Eure Majestät jedoch zurückgekehrt ist, habe ich nicht die Absicht, Däumchen zu drehen, während dieser ihre Spielchen spielt. Ich werde einige Pläne ausarbeiten, um unsere Sache voranzubringen. Bitte besucht mich nachts in der Taverne, damit wir sie besprechen können. Ich bin froh, dass er auf unserer Seite ist, das muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist... Diese Person ist frei von jeglichem Verdacht und hat meine Erlaubnis, in der Hauptstadt zu bleiben. Ihr werdet diese Person nicht weiter belästigen. Verstanden? Ah, geil! Trophäe erhalten. So, erstmal Randale machen. Erste Amtshandlung als Majestät. Randalieren in den Gemächern. So, du hast mit Hauptmann Brand gesprochen. Hoffentlich gerät Hauptmann Brand nicht irgendwann mal im Brand. Oh nein! Er ist schon sauer auf uns. Er hat schon Schwert gezogen. Alles gut.
Im Dienst lasse ich mich nicht auf Geschwätz ein. Du kannst rausgehen. Warum bist du jetzt wieder hier drin? Hauptmann Brand, ich habe Brand. Ich würde gerne etwas trinken. Die Fässer angestochen. Die Männer sind durstig. So, über den Eid. Sowohl Wyrmund als auch Batal sehen die Geißel des Drachen als oberste Priorität an. Sollte die elende Kreatur auf einer der beiden Seiten der Grenze niedergehen, haben beide Nationen geschworen, Hilfe zu leisten und bei der Evakuierung der Bevölkerung und bei Aufklärungsmissionen zu assistieren. In solch einem Fall wird von allen Truppen erwartet, jegliche Uneinigkeiten in Glauben oder Kultur beizulegen und sich vollkommen ihrer Pflicht zu widmen. Das ist ja mal ein gutes Abkommen, oder? Dann tun die sich zusammen. Wenn die Welt droht zu bersten, dann halten sie zusammen und stehen einander ein. Aber es gibt ja noch die Elfen und die? Über die haben wir jetzt ja noch gar nichts gehört, großartig. Pray, forgive me. I'm in a bit of a hurry. Bitte vergib mir, ich bin etwas in Eile. Verflucht nochmal, komm zurück! Ach, Taschendieb oder was? Wo ist er hin? Du da! Hast du gerade den einen Bengel mit einem Kappe vorbeirennen sehen? Kannst du mir sagen, welche Richtung er gelaufen ist? Da drüben ist er. Nee, ich lüge mal an. Vielen Dank. Ich werde den Kerl schon noch schnappen, denke ich. Oh. Ihr seid einer von der freundlichen Sorte, nicht wahr? Es scheint, ich stehe in eurer Schuld. Tatsächlich würde ich euch gerne um etwas bitten, falls ihr Zeit erübrigen könnt. Ah, da bist du ja. Tut mir leid, aber unser Gespräch wird warten müssen. Bis zum nächsten Mal. Lebt wohl. Oh mein Gott. Du hast dem jungen Mann geholfen zu entkommen. Leute, ist das riesig und cool hier. Guckt euch diese alten Stadtmauern an, wie schön die aussehen. Die Sonne besticht. Oh, herrlich. Das ist ja nice. Die Haare wedeln im Wind, so wie es auch sein soll. Bräuchten wir langsam, müssten wir uns mal die Haare waschen, wa? Riechen bestimmt schon die Loden. Boah, und die Welt öffnet sich. Aber erinnert schon an den ersten Teil, wenn man den gespielt hat. Auch mit diesem alten Viadukt hier, der hier steht. Und da haben sie auch für den Greifen so eine große Harpune oder für Drachen. Große Balliste. Ach, das Bauernviertel. Da gehöre ich doch hin, ins Bauernviertel. Glaubt nicht, dass ihr in der Stadt sicher seid. Die Monster sind in letzter Zeit mutiger und wilder geworden. Erst vor ein paar Nächten kam eins in das bürgerliche Viertel. Viel Blut wurde vergossen, bevor es getötet wurde. Man könnte sagen, es war eine böse Schicksalslaune, aber vielleicht sollten wir auf solche Vorfälle vorbereitet sein. Ich frage mich, ob eine schöne hohe Mauer zu bauen in Frage käme. Ja, aber krass, die haben doch schon hohe Mauern und die reichen nicht aus. Oh, ist das schön hier. Sprungwurmhaut. Ich kenne nur Sprungwurm Gallert. Den gab es auch bei Dragon's Dogma. Das hat die Ace hier gerade gelootet. Na klar. So, ein Bettchen. Was ist hier noch? Geld. Können wir mal gebrauchen. So, da plündern wir erstmal das Bauernviertel. Diesmal klauen wir von den Armen und geben es den Reichen. Och, das sieht ja aus wie so ein kleiner Strand in Khazardis. In der ersten kleinen Stadt, in der man erwacht als Erweckter in Dragon's Dogma 1. Weckt so ein bisschen Erinnerung mit den Fischerbooten dort unten. Warum liegt das Stroh hier? And here I was hoping for some great treasure. Now I feel a fool. So, Ingredienzien, das können wir dann alles erstmal ins Lager schicken, weil wir sind ja in der Stadt, da sollte es ja genug Händler geben. So, entgiftender Sud, oh gut, nicht schlecht.
Ein bisschen Trockenobst ist nie verkehrt. Goldkäfer. Wegpuder. Verwelkter Zweig. Es ist alles da. Was sind denn das für heute hier? Ach, hä? Ach, das sind getrocknete große Fische. Oder? Ja, die sind ja riesig. Und das hängt man... Ah, das würde ich aber nicht in die Bude hängen. Ich meine, klar, wenn es geräuchert ist, riecht es jetzt nicht allzu schlecht. Obwohl, die haben auch keine Fenster drinnen, ja. Dann lüftet es immer gut durch. Hier kocht schon Süppchen. Da hinten hängen die Maiskölbchen. Sehr schön. Uns wird schon wieder dunkel. Das geht schnell. Also der Tag-Nacht-Wechsel ist fix. Das ist auf jeden Fall fix. So, hier gibt es doch bestimmt irgendwo einen Sucher-Medaillon. Kann mir doch keiner erzählen, dass es hier keins gibt. So, hier haben wir schon mal ein schönes Pflänzchen. Wie er gesagt hat, müsst ihr so schnell rennen, Erweckter. Ich kann euch kaum folgen mit meinen Füßen. Ja, lecker. Lecker Schamecker. So, wie sieht's denn aus? Gibt's hier noch was Leckeres, Schönes hier unten? Fische. Na, aber klar doch. Alles rein. So, ich bleib aber in den Stadtmauern. Das sollte man vor größeren Monstern geschützt sein. Hoffe ich. Oh, was sind das denn für dicke Ratten? Ach du liebe Güte! Die sind ja riesig! Komm her! Rattenfänger von Hamm! Oh, ist sie weg! Ja, das waren ja richtig dicke Rammel-Oschis! Ich würde sie gerne fangen! Wo? Wo bist du da? Da komm! Ach Mist, ich kann sie nicht einfach ergreifen. Das ist nicht so einfach. Das ging im ersten Teil ein bisschen einfacher. Was gibt's hier? Hartknolle? Ja. Schön. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Was ist denn hier los? Hier gibt es wohl eine hitzige Diskussion gerade. Okay, Ace öffnet schon. Fruchtroboran. Lampenöl. Ich grüße Sie, holde Maid. Ackerbau sieht einfach aus, ist es aber nicht. Ja, glaube ich. Gärtnern ist auch nicht einfach. My talents lie in combining materials, and I'll use those in my possession to craft things for you in my spare time. Oh, was? Das ist ja aber auch cool. Spezialisierung Logistiker. Aha, aha, aha. Der kombiniert Materialien für uns. Das ist ja stark. Okay, wir können bestimmt die Niki hier in der Stadt auch spezialisieren. Da lasse ich mir was Schönes einfallen, Leute. Geil. Ihr scheint wohl auf zu sein. Bin ich. So, mehr gibt's hier nicht. Nein. Super. Oh, was steht hier geschrieben? Im Falle eines Monsterangriffs auf die Stadt wird Bürgern geraten, zu fliehen und Zuflucht an einen sicheren Ort zu suchen. Na gut, aber so schnell kannst du dich gar nicht verziehen, wenn jetzt hier ein Greif kommt. Was ja durchaus passieren könnte. So, wo sind wir denn hergekommen? Es ist so dunkel. Aber es sieht auch so geil gleichzeitig aus. Hat jemand einfach seinen Roborans hier fallen lassen?
So, hier ist ein Kern. Cool. Da überladen wir uns erstmal gnadenlos. Da könnte noch einiges verkaufen. Können wir uns auch noch geilere Waffen vielleicht kaufen. Aber ich denke mir, die werden schon richtig teuer sein. Ah, da. Hä? Kann ich das nehmen? Ja. Getrocknete Knolle. Hier hört sich irgendwas... Oh, was ist das? Geschlossene Tür. Öffnen von verschlossenen Türen. Es gibt einige Türen, mit denen interagiert werden kann, die aber nicht durch Schlüssel oder Mechanismen zu öffnen sind. Das kann eine bloße Frage des Timings sein und solche Türen öffnen sich zu einer bestimmten Tageszeit oder sobald du an einen bestimmten Punkt in der Geschichte gelangst. Merke dir alle interessanten Türen, auf die du stößt und versuche sie später erneut aufzusuchen. Ah, okay. Okidoki, dann muss ich mir mal eine Markierung hinmachen zu der Hütte. Das zeigt es mir wahrscheinlich nicht an. Ja, dann machen wir uns hier eine Markierung hin, oder? Nummer 2. Was wir noch besuchen müssen, wollen, können. Aber es gibt auch, glaube ich, keinen anderen Weg, oder? Shall we see if we can't make our way over to it? We cannot break it from this side. Really now? Wo ist hier... Ach nee. Na, hier drin ist irgendwo die... Bestimmt die Kiste, oder? Ja, da ist er. Die hat sie gemeint. Ja gut, da kommen wir jetzt ja wirklich nicht hin. Kann ich nochmal auf der Karte gucken, wo jetzt hier noch ein Häuschen ist. Da waren wir. Hier drüben sind auch noch einige. Waren wir jetzt hier schon? Ich guck mal. Ja! Das macht so einen Spaß. Oh. Ja, doch. Der dritte gibt es garantiert eine Quest zu holen. Die haben doch jetzt schon wieder diskutiert hier drinnen. Good day to you. They say the sovereign's up in the palace, recovering from his battle. They say the sovereign was bathed in the dragon, and yet he draws breath. I do hope his majesty shall recover soon. Mayhap he'll walk among the people, that we might thank him for his deeds. Nee, die diskutieren zwar angeregt, aber hier ist jetzt nichts, was wir irgendwie mitbekommen könnten als Quest. Schade. Aber man soll ja immer mit den NPCs reden, das ist ja wichtig. So, ich würde sagen, wir bahnen uns den Weg zur Hauptstadt. Und den nächsten Part erkunden wir dann zusammen schön die Hauptstadt. Da habe ich mega Bock drauf. Ach, ein Huhn! Hallo! Ach, komm mal her, mein kleiner Freund. Der Hühnchenräuber von Vernonf. Ist das cool. Und da fliegt es wieder weg. So, Fruchtruberans. Hier drin habe ich auch gerade noch was gesehen. Da wächst doch was drin, ne? Geil. So, hier unten ist noch ein Schuppen. Und eine Kiste. Das wird die letzte Kiste sein, die wir noch looten können. Eine Prinzessin-Knolle. Es gibt doch auch Prinzessinnen von Kartoffeln. Das ist bestimmt eine Anspielung da drauf. Hier drinnen haben die Hühner was reingelegt? Nee, natürlich nicht. Schade eigentlich. So, meine lieben Freunde, das war's erstmal mit Dragon's Dogma 2 auf der PS5. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder Tag. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Lasst mir ein Like da. Kommentiert fleißig. Klickt fleißig. Erzählt's weiter. Ciao.